Müssen wir da zuerst die Map mal kurz verlassen, das ist auch registriert. Na gut, gucken wir mal hier rein. Hier drin müssten ja jetzt die Marktstände stehen mit einem Händler. Außerdem kann sie in Dialog wenn nur Willenskraft und Charisma. Ah ja, Entschlossenheit ist der Ersatz für Charisma und Mut. Sehr schön. Naja, Entschlossenheit klingt auch schon nach Mut. So. Ja. Bibliothek, Kaserne, Schatzkammer, Kerker. Hast du was Neues zu sagen? I trust all is well. Please let me know if there's anything I can do to help. Ich habe einige Fragen. Da wäre ich alles in meiner Wache stehende Ton. Du hattest zuvor einen Grafen erwähnt. The Earl of Yenwood. The original, in fact, when Deerwood was a colony. He found this site, the only ruin Heir Glanfarth refused to defend. And he believed its wealth would be great. The keep was his way of defending his family's claim. And that claim became his obsession. He had to know what lay beneath. Den Grafen von Yenwald, und zwar den ursprünglichen, als Dirwald nur eine Kolonie war. Er fand diesen Ort, die einzige Ruine, die ihn sich Heir Glanfarth zu verteidigen weigerte. Und glaubte, dass hier Reichtümer schlummerten. Die Burg war seine Methode, die Ansprüche seiner Familie zu verteidigen. Und dieser Anspruch nahm von ihm Besitz. Er musste einfach wissen, was darunter lag. He devoted his life to excavating the ruins below the keep. They had been sealed with rock and soil. Deliberately, it would seem. Years passed, and with them the Earl. He dug his entire life and never found what he sought. His obsession became his sons and his son's sons. And one day, that young Earl broke through. Er widmete sein Leben der Ausgrabung der Ruinen unter der Burg, die mit Fels und Erde versiegelt worden waren, und zwar anscheinend absichtlich. Jahre vergingen und der Graf mit ihnen. Er grub sein ganzes Leben lang und fand doch nie, was er suchte. Seine Besessenheit wurde zu der seines Sohnes und zu der seines Sohnes Sohnes. Und dann eines Tages brach der junge Graf durch. Er fand heraus, dass die endlose Fahrt da auf ihn warteten. Ja, ein unendliches, in seiner Bauweise unverständliches Labyrinth. Mehr als das aber brachte er niemals in Erfahrung. Böse und gefährliche Wesen haben hier Einzug gehalten. Sie strömten durch die Burg nach oben und erschlugen ihre Bewohner, einschließlich des Grafen. After that, the keep remained abandoned. Unused, wasted. Meowol's mastery of this place was the first hope I'd had in 200 years. How I've longed to see it as it once was. Seitdem liegt die Burg verlassen da nieder, unbenutzt, verschwendet. Mehrmals Beherrschung dieses Ortes war meine erste Hoffnung seit 200 Jahren gewesen. Oh, wie ich mich danach sehnte, sie wieder so wie einst zu sehen. I can only guess why all this has happened. I fear I've wronged the gods putting this place here, and they've doomed me to watch it wear away into dust. To witness my own folly. Ich kann nur vermuten, warum sich das alles zugetragen hat. Ich befürchte, ich habe den Göttern Unrecht getan, indem ich diese Burg hier erbaute, und wurde dafür dazu verdammt, sie langsam zu Staub zu fallen zu sehen, um meine eigene Torheit zu erleben. Ich habe keine weiteren Fragen. Gab es sonst noch was? Wie ist der Zustand der Burg? Ach, wo soll ich ihn anfangen? Wo soll ich anfangen? In Ordnung, mal sehen. Achso, dann wird das aufgerufen, okay. Wo sind jetzt aber die Marktstände, die ich erbauen habe lassen? Sind die doch außerhalb? Ich würde dann nämlich meine ganzen Xaurib-Waffen und so absetzen. Ich könnte das Geld nämlich gut gebrauchen. Obwohl, Geld habe ich eigentlich genug. Ja, inklusive der Füchse. Haben die so viele Füchse? Iotasianische Gebete. Was für Edda also? Leben und Wirken vom Pagram. Oh, hier sind ein paar Sachen. Hier sind noch viel mehr Bücherregale. Nee, das wird wahrscheinlich nichts Wichtiges sein. Höchstens vielleicht in den Schriftrollen. Nee, das sind auch nur alles Bücher. Jonas letztes Tagebuch?
Na, ganz toll. Das haben wir jetzt hier auch noch hier drin rumliegen. Sag bloß, hier werden alle Bücher, die wir so gefunden haben und eingesackt haben, gelagert. Das könnte gut möglich sein. Gut, in die Kaserne rüber müssen wir hoffentlich nicht gucken. Obwohl, wenn wir schon mal hier sind. Gucken wir in die Kaserne, dann gucken wir die Schatzkammer. Gucken kurz in den Kerker. Wobei ich nicht glaube, dass wir irgendwen festgenommen haben, der da unten jetzt schmort. Höchstens ein paar Banditen. Und nein, hier ist niemand. Aber es sieht ja recht schick aus. Wegen Waffen rum, Esstisch gibt es. Also ich finde die Idee mit der Burg hier zu bauen gar nicht mal so schlecht. Ich mag das allgemein in solchen Rollenspielen. Das gab es ja schon in Neverwinter Nights 2. Nur dass es da ein bisschen ausführlicher war. Also man... In Neverwinter Nights 2 war es so, man konnte seine Burg ausbauen. So ähnlich wie hier, mit Gold. Dann kamen irgendwann Bittsteller, für die man auch Gebäude bauen konnte. Und man musste halt auch noch Leute für die Gebäude suchen. Also einen Schmied und so weiter. Ah, und hier unten steht endlich mal, wie viel das Geld wert ist. Also ein Silberluske ist 3 KP wert, 3 Kupferpanz. Sehr schön, deswegen kriegen wir auch so schnell so viel Geld. So, Gemischtwaren hinter. Ich grüße interessiert an einer neuen Klinge, vielleicht einer Axt. Wer gerne durch die Welt reist und Abenteuer erlebt, der findet bei mir, was er braucht. Oder vielleicht ein paar Zutaten und Gewürze. Ich habe auch Öle und Tinkturen für Wunden und Verletzungen. Möchtest du dich umsehen? Zeig mir mal deine Waren. Viel hast du nicht gerade. Charakter neu ausbilden? Ich kann Sachen zurücksetzen für 1000 Kupferpanz. Das ist cool. Okay, das will ich mal kurz ausprobieren bei Edda. Ich habe mal mich einmal verskillt. Mal gucken, wie das funktioniert. Möchtest du Edda auf Level 1 zurücksetzen und neue Attribute, Fähigkeiten, Talente und Fertigkeiten bis Level 8 zuweisen? Kostet dich 1000 Kupferstücke. Nein, okay. Good day, Stranger. Zeig mir mal deine Waren nochmal. Also hier sind ein paar Tränke, aber mehr hast du wohl nicht auf Lager. Deswegen gehen wir mal kurz in die Truhe. Verzauberung absteigend. Okay, und werden erstmal schrottlos. Wie Donnerbüchsen, die keiner braucht, Arbaläste, Dolche. Ah ja. Schilde. Die keine Sau haben will. Xaurib-Speere, Keulen, Zauberstäbe, erstmal. Das ganze nicht magische Zeug, das werden wir hier mal los. Die ganzen Bögen. Guter Jagdbogen. Oh, übrigens, ich muss mal gucken nach den Waffen der Leute. Meiner Leute. So. Handeln wir erstmal. Ja, jetzt hat er das ganze Zeug hier. Okay. Hier sieht es so ähnlich aus. So. Alle nicht magisch, nicht verzauberte Rüstung kann weg. Und auch die ganzen Kutten hier oben. Ah, diese 240 wert. Hm? Die hier sind aber nichts wert und davon habe ich sehr viele.
Okay, so komme ich auch sehr gut an Geld dran. Gucken wir mal, was der Gemischtwarenhändler, der Handwerker draußen hat. Gut. Danke dafür. Weitleinpfade, Rastbonus, plus 3 Verfassung, plus 2 Athletik. Ich glaube, je besser die Burg wird, umso besser werden auch die Rastboni. So, gucken wir jetzt mal zum Handwerker. Dann werde ich mal ein bisschen mit Palegina reden, dass ich die auch mal ein bisschen ausgequetscht habe. Und dann gucken wir weiter. Dann würde ich eigentlich ganz gerne mich mal an den Kopfgeldjäger aufträgen versuchen, wenigstens den in dem Schwarzauen. So. Ja, die Handwerkshalle, die steht. Weil die Säuskiste wegen verwickelte Drähte und gebrochene Zahnräder herum. Das wird die Magierschmiede sein. Handwerksladen. Ein Waffen- und Rüstungsschmied. Nein, in Deutsch ist es eigentlich ganz passabel. Jedenfalls fürs Let's Play. Wenn ich nachher mal offscreen spiele, also wenn ich das Let's Play durch habe, dann werde ich mal auf Englisch umstellen. Well met, friend. Gute Neuigkeiten, mein Fürst. Nach was suchen Sie denn? Ich biete Reisezubehör an. Sicherlich wird ein abgehärteter Reisender wie ihr bei mir viele nützliche Dinge finden. Gute Arkebuse, gute Arbalest, guter Panzerbrecher, Zweihänder. Ja, hauptsächlich hat er gute Sachen. Das ist gut. Charakter neu ausbilden. Das will ich nicht. Ich möchte lieber ins Versteck gehen und ein paar Sachen verkaufen. Also erstmal diese Roben hier, die keine Sau braucht. Blutgesegnete Scanrobe. Nee, die brauchen wir auch nicht unbedingt. Die kann auch weg. Guter Gambosson kann bis auf 2 weg. Ich kaufe mal alles bis auf 2 Rüstungsteile. So. Von jedem Typ. Gute Rohhautrüstung 2. Bum, bum, dum. Und gute Lederrüstung. Was ist eigentlich besser? Rohhautrüstung ist 7, Lederrüstung ist 8. Wegen Sagani. Sonnenberührte Kettenrüstung. Guter Brustharnisch. Trotzig gut. Die da sieht eigentlich gut aus für Sagani. Hm. Also, jetzt handeln wir mal. Waffenmäßig. Schilde hebe ich mal ein auf. Waffen hebe ich mal ein pro Typ auf. So. Speere. Guter Säbel. Hammer. Guter Dolch. Gute Äxte. Zauberstäbe. Zepter. Zauberstab. Hebe ich mal jeweils einen auf. Zweihänder. Guter Kriegsbogen. Guter Jagdbogen. Gute Armbrust. Gute Arkebuse. Eudrich hat Stilett. Naja. So, Geld habe ich jetzt genug. Jetzt könnte ich mir theoretisch bessere Waffen kaufen, wenn ich mal welche sehen würde. So gelbe Waffen. Aber bis dahin gucke ich mal, welche Waffen ich upgraden kann vorher, bevor ich mit Palegina rede. Also ein paar Gespräche zu führen ist auch immer wichtig. Oh, wir könnten noch mal mit Durins reden. Ich habe einiges, was ich dir fragen. Also, du hast den Götterhammer. We fashioned the weapon, drafted plans for it, prayed for guidance at Ashfall, and it came to me there. Each of us were given a staff made from the forest of black trees around us, glowing with embers and fire far greater than this branch you see now. Wir waren zu 12, Durins nicht. Wir bauten die Waffe, entwarfen Pläne dafür, beteten um Führung bei Ashfall und dort war es auch, dass er zu mir kam.
Jeder von uns erhielt einen Stab aus dem Holz der schwarzen Bäume um uns herum. Die viel mehr vor Glut und Feuer leuchteten als dieser Zweig, den du jetzt siehst. It felt as if the staff was Margren's own finger, guiding my hand, guiding the other 11, the shadows of the 12 who had come to stand on the bridge to stop Aethys. Es fühlte sich so an, als ob der Stab Margrens eigener Finger sei. Er führte meine Hand, führte die anderen 11, die Schatten der 12, die auf der Brücke Iotas entgegentreten würden, um ihn aufzuhalten.